Hi, willkommen zu einem Stick with me an meinem Chatelain. So, wir werden es noch mal ein bisschen verstellen. Fällt mir noch nicht so, wie ich das haben will. So. Huch, entschuldigt. So. Ja, ich weiß, das Video kommt einen Tag zu spät, aber in der Woche war viel los und da habe ich das zeitlich nicht so hingekriegt, euch ein Video online zu stellen. Deswegen. Aber es kommt, ihr seht ja, es kommt. So. Ein bisschen aufpassen, ihr seht, ich arbeite ein bisschen am Chatelain. Es wird momentan erstmal kein Update geben, weil ich nicht wirklich viel gemacht habe, weil bei mir in diesem Monat sehr viel los war. Ich arbeite ja in der Autoindustrie und da findet halt ein riesen Umbruch statt. Und ja. Keiner weiß so richtig wohin und ja, und unsere Zahlen stürzen komplett ab momentan und weil es jetzt auch viele Probleme gibt mit dem Verkauf und in verschiedenen Ländern und ja, alles etwas ein schwieriges und heikles Thema. Und jeden Tag erzählen sie dir was anderes und versuchen dich zu beruhigen und ja. Wir werden immer weniger Leute. Also wir hatten viele, viele Leiharbeiter, die wir durch diesen schwankenden Zahlen irgendwie immer holen, weil wir die Stückzahlen irgendwie liefern müssen. Ich finde das schlimm. Also sorry Leute, ich finde Leiharbeit schlimm. Ich war selber 4 Jahre lang, 4,5 Jahre lang Leiharbeiter, bevor ich in die Firma reingekommen bin. Aber das ist jetzt auch schon, oh leck, 6 oder 7 Jahre her. Und die sitzen ja nur noch auf heißen Kohlen und wissen nicht, wie es weitergeht. Und ja, ich habe das Problem ja Gott sei Dank nicht. Ich bin festangestellt im Mir kann das so hoch wie breit sein, dann gehe ich halt anstatt auf 3 Schichten, auf 2 Schichten. Das steht jetzt bei uns auch im Raum. Dass wir jetzt so wenig Zahler haben, dass wir eine Schicht rausnehmen müssen. Und die Leiharbeiter halt einfach drunter leiden müssen. Aber anders funktioniert es einfach nicht. Es hat damit, wie gesagt, wir haben so schwankende Zahlen. Da kannst du niemanden einstellen. Wenn du genau weißt, du kannst ihn nicht beschäftigen für längere Zeit. Das ist halt ein bisschen blöd und schwierig. Und auch du als Stammpersonal gewöhnst dich auch an die Leute. Und ich muss ehrlich sagen, also mir tut über jeden Leid, wir werden immer weniger Leiharbeiter und es sind teilweise Leiharbeiter inzwischen dabei, die sind jetzt schon ein Jahr bei uns und ja, auch die müssen jetzt bangen und ja, alles ein bisschen schwierig. Dann hauen uns die Leute jetzt ab, unsere Stammpersonal, die sagen sich, okay, wir gehen lieber in ein Produkt oder arbeiten für ein Produkt, das auf jeden Fall mehr Zukunft hat. Weil unter anderem auch, entschuldigt, der E-Antrieb bei uns dann in den nächsten 7 Wochen, glaube ich, anfängt anzulaufen. Und die dann halt lieber darüber wechseln, ne? Ist auch verständlich, die wollen was für die Zukunft und unser Produkt läuft halt nur noch momentan bis 26. Aber das ist auch wieder nicht sicher, weil die Frage im Raum steht,
ob wir verlängern und ach, Leute, es ist ein Hin und Her vom Allerfeinsten. Erst verlängern sie das Modell, dann stürzen wir sowas von ab und jetzt heißt es Erste Batch, also ihr merkt, es ist alles nicht so einfach. Ja, und deswegen, ich nehme euch mal ganz kurz hoch. Ihr dürft gleich mehr sehen, weil ich muss vernähen. Es ist halt alles nicht so. Also die Zukunft für Deutschland ist nicht mehr, dass wir, ganz ehrlich, wirtschaftlich eine Autoindustrie bleiben. Ihr wisst, was ich meine. Also eine Autoindustriehersteller das Land bleiben. Das sehe ich absolut nicht. Ich habe schon zu meinen Arbeitskollegen gesagt, hey, passt mal auf. Das geht nicht mal lang. Dann bauen wir hier, was weiß ich, Klodeckel zusammen oder keine Ahnung. So, jetzt können wir wieder ran und gehen. Ein bisschen nach oben. Ja, ich will euch ein bisschen gerade stellen. So, ich glaube, so ist ganz gut. So. Noch einen neuen Faden einfädeln und dann den habe ich Gott sei Dank schon gerichtet. Oder wenn es ganz beschissen läuft, bauen wir Waffen. Jetzt habe ich irgendwo den Einfädler geschmissen. Das ist er nicht. Entschuldigt, Leute. Da ist er. Also, ganz ehrlich, ich denke nicht, dass wir ein Autozulieferer bleiben. Das ist meine Meinung. Und das sehen viele andere auch so, weil wir sind einfach in den Verhältnissen, was wir an Grundverdienst haben müssen, viel zu teuer. Und dementsprechend müssen sie auch die Teile verkaufen. Wir sind einfach ein zu teures Land, um günstig zu produzieren. Und deswegen denke ich, dass das auch alles nicht mehr so wirklich sicher ist. Das konnte man vor 50 Jahren, konnte man was anderes sagen. Da waren wir die Bürde. Der Autohersteller ist schlechthin. Und ja, diese Zeiten sind vorbei. Das ist alles, was sicher ist. Ich bin mal gespannt, wo das alles noch hinführt. Und ja, und dann hatte ich halt den Kopf mit ganz, ganz vielen anderen Sachen komplett voll. Deswegen kam da jetzt nicht so wirklich was gestern von mir. Und ich wusste ja, heute habe ich mehr Zeit und dass ich heute ein paar Videos wieder vorausdrehe. Und ja, deswegen erst heute. Ja, wie gesagt, es wird kein Update geben, weil ich habe einfach die Muse momentan nicht so wirklich zu sticken und deswegen wird es deswegen auch kein Update geben. Sobald ich wieder genug habe zu zeigen, dann sieht das wieder anders aus, aber momentan eher nicht.
Ich habe mich auch die Woche mal hingesetzt und habe an dem Chatelain weitergemacht. Ja. Das ging 2 Stunden und dann habe ich das Ding wieder in die Ecke geschmissen. Einfach den Kopf nicht fürs Sticken. Und ja. Ich mache eigentlich momentan lieber Perlensticken und ich bin auch beim Waschbär weiter und beim Kranz habe ich weitergemacht und bei den Perlenfäden habe ich weitergemacht. Also, da geht schon was. Aber so groß gestickt habe ich nicht. So, jetzt muss ich aufpassen. 2 habe ich jetzt gehabt. Ah, ich habe nicht aufgepasst. Doch, habe ich. Und dann habe ich 3 und dann muss ich dahin. Das ist ein Glorianergarn, was ich jetzt gerade mache. Ein sehr helles, wie ihr seht. Ich glaube, es hat keinen Verlauf. Sieht jedenfalls mal nicht danach aus. Also wenn ja, dann ist es wirklich mini, 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 minimal. Ja. Es ist toll zu sticken. Es sind halt Top-Garne und. Aber da habe ich euch auch schon so viel erzählt. Ich warte jetzt auf mein Chatelaine, das andere die Garne und die Perlen jetzt ein Jahr. Diesen Monat wird es ein Jahr. Aber. Wie gesagt, ich habe da keinen Stress mit. Ihr seht ja, wie weit ich mit dem Chatelaine bin. Nicht wirklich weit. Ja, wo kommt denn das jetzt her? Und deswegen bin ich nicht böse drum, dass es noch nicht da ist. Weniger. Das stimmt nicht. So, das ist 1, 2 weniger. Aber das ist ja auch blöd, das ist die falsche Seite. Ja, ich muss da oben einstellen. Ja. Okay. So, und dann 2, 2. Mir läuft gerade die Nase, es ist unglaublich. Aber es ist auch schlimm momentan. Also alle sind sehr krank um dich rum. Keiner traut sich ja jetzt auch krank zu machen bei unseren Leiharbeitern, weil das wird ja jetzt bestimmt durch Fehlzeiten und wie sie sich machen am Bann und wer viel krank war oder zu spät kommt oder ja. Da rennen die natürlich alle krank darum und du stehst da mittendrin gesund und denkst nur, oh Scheiße, hoffentlich stecken sie dich nicht an. Das geht jetzt schon seit 3 Wochen so, also. Katastrophe. Und jetzt läuft mir die Nase. Sorry, Leute, aber ich muss mir jetzt einmal die Nase putzen. Weil, wenn ich jetzt die ganze Zeit da sitze und mache, das ist
auch nicht schön für euch. So, das haben wir auch. Ja. Sonst ist in dieser Woche nicht viel passiert. Aber was momentan im Geschäft passiert ist, es reicht mir auch ganz ehrlich vom Kopf her. Ganz ehrlich, momentan ist es so echt, du willst da jeden Tag nicht reinlaufen, weil du jeden Tag was anderes hörst und du weißt nicht, in welche Richtung es geht und. Ach. Und dann hörst du wieder, wenn du deinen E-Motor gehst, das ist auch nicht sicher, das läuft auch nur 3 Jahre und keine Ahnung. Es ist alles, also die Autoindustrie ist alles momentan sehr schwierig. So, jetzt habe ich da 3, ne? Dann nochmal 4, dann 3. Und jetzt sind es nur noch 2. Und hab. Ja, also mal so zwischendurch, also mein Fitness mache ich immer noch. Meine Kilos, ja, nicht so wirklich. Also ich mache immer noch Diät, aber es will nicht ganz so klappen, wie ich das gerne möchte. Also, es hängt aber eher damit zusammen, dass ich teilweise immer noch Muskeln aufbaue. Und ich und Muskeln natürlich logischerweise schwerer sind als Fett. Also im Endeffekt nehme ich ab und baue Muskeln auf. Ja, ich weiß, es hört sich doof an, ist aber so. Und deswegen ist mein Abnehmerfolg nicht so wirklich. Es sind immer nur noch grammweise teilweise. Teilweise schnell ich sogar 1 Kilo nach oben in der Woche. Aber gut, ich glaube, diese Gewichtsschwankungen oder Stagnierungen ist völlig normal. Ich darf mich jetzt bloß nicht entmutigen lassen, einfach weitermachen. Und hoffen darauf, dass es besser wird. So, ich mache mit euch das Stück jetzt noch. Das ist jetzt noch mal drüben. Hier, wartet. Hier drüben noch mal eins und dann werde ich das Video auch dann beenden. Dann habe ich das nämlich fertig in dem Stück Farbe. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß, es war jetzt sehr viel vom Geschäft und allgemein. Und ja, das ist halt momentan das, was mich beschäftigt. Und ja, habe ich gedacht, ich erzähle es euch einfach mal. Ich wünsche, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Macht es gut. Bye.